Und weiter geht's mit Sly Raccoon. Ja, bin mal gespannt, wo das Schicksal mich heute hin verfrachtet. Wahrscheinlich auf den Grund des Meeres. Würde passen. So, auf zum nächsten Level, genau. Ich schätze mal, ich habe jetzt keine große Wahl, also gehe ich erstmal nach da. Und versuche dabei nicht zu sterben. Was mir bis jetzt ein bisschen gelungen ist. Ja. Gut, also besser konnte es gar nicht kommen. Ich bin noch nicht gestorben und habe sogar schon ein Pferdeeisen. Schatz in der Tiefe. Oh, das ist, ja. Egal, ich mach's. Das ist so ein U-Boot-Abenteuer, so wie ich das weiß. Aber ich weiß noch, wie ich vor einer langen Zeit mal diese eine Mission gemacht habe. Und ich habe verkackt. Du hast ihn gefunden, Sly. Hier lagert Rallys Krabbenbande seine versunkenen Schätze. Erledige sie mit der MP. Mit dem rechten Analogstick kannst du die MP steuern. Versuch's mal. Ja, also ich drücke in eine gewisse Richtung mit dem rechten Stick und schieße, je nachdem, wohin ich drücke. Automatisch. Jawohl, so geht's. Ja. Denk daran, du kannst das U-Boot in eine Richtung steuern, während du in eine andere feuerst. Für einen Schatzschlüssel musst du alle 40 Kisten einsammeln. Das könnte ein Problem werden. Also keine einzige Krabbe soll eine Kiste mitnehmen können. Ich glaube, der Anfang sollte kein großes Problem sein, aber dann, wenn es gegen Ende doppelt so viele Krabben wie, hey, lässt du bitte die verdammten Tresore da? Hm? Lass meine Kisten da, wo die sind, du dämliche Krabbe, du. Hau ab, sonst mache ich aus dir einen Hummer und ess dich, du Krabbe, Scheiße. Ja, also bis jetzt läuft es ja verdammt gut eigentlich. Aber was ist das für eine Anzeige da oben? Ach so, ich muss die Dinger selbst, ich muss die zerstören und damit sammle ich die ein und ich muss alle 40 haben. Ach so. Ja, also es ist ja gar nicht mal so ein großes Problem, wie ich gedacht habe. Ach Quatsch, dieses Level schaffe ich mit links. Was soll das überhaupt? Dieses ganze Aufregung hier. Ein bisschen Antizipation natürlich ist nötig, aber... Oh oh. Ihr verdammten Krabben, Alter. Das gibt's doch nicht. Nein. Also ja, ich rede gerade nicht ziemlich viel, ich weiß. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, denkt ihr, aber ich muss mich hier ein bisschen gerade zusammenreißen, dass ich mich kurz vor dem Ende verende. Bleibst du bitte da, Krabbe? Bleibst du da? Scheiße! Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank, es war knapp. Das war jetzt sowas von knapp. Das eine Ding hat die eine Box schon so richtig fast mit reingezogen. Und am Ende sind die alle noch irgendwie an so einer Pflanze hängen geblieben. Wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich nicht durch dieses Level gekommen. Aber ja, gut. Gewonnen ist halt gewonnen, ne? Wie die Spanier sagen würden. Zwar nur 4-0, aber was soll's. Gewonnen ist gewonnen. Ja, und gut, einen Schlüssel habe ich. Der nächste. Gott, wie viele Leppen gibt's denn hier eigentlich überhaupt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt hin soll. Habe ich jetzt alle Schlüssel, die ich haben muss? Jawohl.
Dann ab in die Kanone, Sly. Viel Glück und wir sehen uns in der Hölle. Genau. Das Auge des Sturms. Also ich schätze mal, das ist dann das letzte Level. Genau, das ist der Boss. Das ist ein Boss. Entzückend. Wir haben Besuch. Da ist nur ein Problem. Ich hasse ungebetenen Besuch. Rally, du tötest meine Familie, stehlst mein Eigentum und rechnest nicht mit Besuch? Oh, ich bin untröstlich. Wie schlampig von mir, den Job nicht zu beenden. Wir hätten dich selbstverständlich mit umpusten sollen. Lass mich das ohne Umschweife wieder gut machen und mich zu einer gigantischen Größe aufblasen und dich wie einen lästigen Käfer zerquetschen. Na dann los. Komm nur her, Froschkönig. Dir werde ich deine Krone in deine fette Visage stecken. Mit den Zacken voraus. Ich frage jetzt nur wie. Also, was muss ich hier jetzt machen? Ja, da muss ich schlagen oder so? Also, schlagen kann ich ihn schon mal nicht. Ah, warte mal, vielleicht muss ich. Genau, da muss wahrscheinlich so fett sein. Und so oft an einer Stelle springen, dass das Ding vielleicht untergeht? Nee, es geht aber nicht unter. Aber vielleicht muss er wirklich sehr, sehr fett werden. Und dann sollte es klappen. Oh, warte mal. Wenn er seine Größe verliert, kann ich ihn bestimmt angreifen. Eins. 2, 3, 4, 5. Okay, also 5 Mal muss er springen und dann kann ich ihn wahrscheinlich angreifen, ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4 und jetzt 5. Wunderbar. Plan geht auf. Und was für ein toller Plan das doch ist. Wow. Ja, ich hatte noch nie einen besseren Plan in meinem ganzen Leben. Scheiße, ich hätte ihn nochmal erwischen können. Nicht so gut. Aber diese Bosse riechen. erinnern mich sehr an Crash Bandicoot. Und ich sag diese Bosse, weil ich den zweiten Teil heute schon ein bisschen angezockt habe und die erste Mission bzw. das erste Areal beendet habe. 4, 5 und einen Boss besiegen musste. Und das ist wirklich ein bisschen wie Crash Bandicoot hier alles aufgebaut. Hey, woher soll man wissen? Woher soll ich wissen, welches von denen jetzt untergeht und welches nicht? Wahrscheinlich leuchten die alle. Und das, was leuchtet bzw. nicht leuchtet, geht dann unter. 5. Okay, bin jetzt gespannt. Sie müssen mir ein Zeichen geben. Ich stehe wahrscheinlich richtig. Genau. Oh, das ist echt fies. Ich wünsche mir den Lebensbalken her. Von Teil irgendwas 2 und jedem anderen Spiel, Mann, außer diesem blöden Spiel, gibt es überall einen Lebensbalken. Und ich bin so ein Idiot. In meinem letzten Part habe ich gesagt, ich hasse Lebensbalken und wünsche, dass jedes Jump'n'Run so ein System hätte wie der, wie dieser Teil, wo man einfach nur stirbt, wenn man Scheiße baut. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf die Fresse bekommst du gleich, du fieser Froschkönig, Wichser. Ich weiß, es hat sich gereimt, das ist nicht toll. 1, 2, 3, 4, 5, BAM! In your face, bitch! So, jetzt sollte er wieder fett werden und 1, 2, 3, 4,
5. Wahrscheinlich muss man hier dafür sorgen. Springt er jetzt 10 Mal oder wie sieht's aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, 10 Mal wahrscheinlich. Ich habe mich bestimmt irgendwo mal verzählt. So wild, wie ich hier rumspringe. 1. Wow! Das war jetzt nicht wirklich erwartet. Also ich habe mir alles andere vorgestellt, was man machen könnte. Aber nicht das. So. 3. 4. 5. Genau. Ich mache jetzt alles mal im Schnelldurchlauf und versuche nicht mehr zu sterben. Aber außer am Ende, da sterbe ich ganz bestimmt noch einmal. 3. 4, 5. So, hier sollte ich eigentlich auch keinen Mist mehr bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der springt wirklich nur 8 Mal. Alle weg. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab doch schon alles so gut getimed, wie ich mit meinem Flachschädel noch konnte. Ah, so langsam geht mir das Leben aus. Ich bin also, warum geht mir das Leben aus und wieso geben ihm die Fliegen nicht aus? Dämlicher Frosch. Fettsack. 4, 5. Bam! In your face, Frog! Frog face. 1, 2. Okay, und jetzt wirklich konzentrieren und keine Scheiße machen. Mach keinen Mist. 8 Mal sollte er springen. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das war mir jetzt sehr riskant. Ich dachte, entweder springt er jetzt noch einmal oder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. So, du fieser Wichser. Sorry. Komm her. Gott sei Dank. Verfluchter Mist! Du hast mich besiegt! Yeah! Wenn's dir Spaß macht, Sly Cooper, Mugshot, mein skrupelloser Komplize in Utah, macht Kleinholz aus dir. Du wirst sehen, Mesa City ist so gut bewacht, dass keine Schlange hineinkäme, ohne den Alarm auszulösen. Das wollen wir noch sehen, du fetter Frosch. Raleighs Teil des Buchs des Meisterdiebs enthielt Anweisungen Ryuichi Coopers zu seinem legendären Ninja-Turmsprung. Damit hatte er mühelos in die Schlösser des feudalen Japan einbrechen können. Von Raleighs Boot runterzukommen war schwierig, da Inspektor Fox eingetroffen war, die, als ich weg war, Raleigh und seine Crew hochnahm. Die Sturmmaschine war außer Betrieb. Die Boote fanden ihren Weg zurück und das Rätsel des Waliser Dreiecks war gelöst. Wir blieben noch eine Weile in England, genossen das Wetter und machten uns dann auf den Weg nach Hause, in Erwartung unseres nächsten großen Coups. Ja, also Glückwunsch, Vicky, du hast es endlich geschafft. Nach 20 Level, die du einfach nur verbockt hast ohne Ende, bist du jetzt im zweiten Areal. Ja, ich würde sagen, hier beende ich mal den
Part und bis zum nächsten Mal.